mir die Anbindung damit auch erschaffen, geschaffen, umschafft. Dann machen wir das jetzt hier nämlich erstmal. Ich will aber nicht, dass es den Gebäuden wehtut. Den Gebäuden darf nicht wehgetan werden, denn die Gebäude müssen sein zufrieden und glücklich. Hä? Bauen sich die dann auch vernünftig und intelligent auf? Jetzt übertreibe ich es gleich wieder, ne? 16 Arbeiter. So viel mehr Arbeiter haben gar nicht gefehlt. Das sieht hässlich aus. Ich habe halt noch keine Ahnung, wie man das baut. Tut mir leid. Das hier auf diesen... Nein, nein, der Baum stört meine Existenz. Wer hat den denn da hingebaut? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall diese Linie hier. Und auf dieser Linie. Ja, jetzt ist das einigermaßen symmetrisch. Nicht ganz symmetrisch, aber einigermaßen. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal diesen Bereich hier mit Wohnhäusern zu. Das müsste insgesamt 10 neue Arbeiter bringen. Gut, und ich glaube, die Nachfrage hier nach Industrie ist, weil die Gewerbeshops hier eventuell mehr Lieferung brauchen. Was haben wir hier? Schlechte Witze und Getränke. Das ist ein Durchschnittsshop. Hier gibt es alles. Das ist auch ein Donutshop und Getränkeshop. Das ist ein Hotdog-Wagen! Ein Hotdog-Wagen! Oh Gott. Okay, Kauf, Müll, und Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, so darf ich einkaufen gehen wollen. Und das ist ein Quiet Corner Shop. Das ist, den nennen wir keine Ahnung. Wenn es wieder heißt, Schatz, wo wollen wir einkaufen gehen? Keine Ahnung, okay. Dann ist es für die Leute wesentlich einfacher zu verstehen. Ja, das Gewerbegebiet kann es halt momentan nur von dieser einen Straße hier angeliefert werden. Aber solange das nicht voll ist, ist das ja auch gar kein Problem. Wir machen immer noch miese, aber nicht mehr so viele. Ich will halt das System erst kennenlernen, die Möglichkeiten erst kennenlernen. Hätten das hier alles ein Stück weiter nach da dran machen können. Naja, ich kenne halt die Abstände noch nicht und was man machen muss und wie das alles klappt. So, ihr seid gerade so mit Wasser versorgt. Ihr seid mit Strom versorgt, das ist gar kein Problem. Okay, gut. Da ziehen jetzt Leute ein. Das bedeutet, hier hätten wir Platz für jede Menge neu. So, da muss noch ein Arbeiter hin. Hier, das ist auch Deppenindustrie. Ja. Blöd und blöder arbeiten. Kannst du arbeiten, weil blöd und blöder. Die wollen ungebildete Leute haben, die arbeiten. Und wir haben hier 8 von 16. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und da sind 7 von 12. Das ist in Ordnung. Hier ist alles voll. Herzlichen Glühstrumpf. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 340. Was, so viele Leute schon? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir können jetzt Steuern erheben, Darlehens holen, Müllindustrie, Gesundheitswesen und Bildung. Oh, wir brauchen ganz früh Müll und Bildung. Also ich bin immer der Meinung, dass man Müll und Bildung sofort braucht. Und Grundschule. Also gucken wir mal, ob wir beides irgendwie hinbekommen. Gut, dann drücken wir jetzt hier mal auf Stopp. Ah, Konfetti. Das ist Feuerwerk, du Vollpfosten. Feuerwerk, juhu. Okay, Müll ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da pumpen wir sauberes Wasser, da pumpen wir dreckiges Wasser raus. Wie wäre es denn, wenn wir die Müllindustrie... erreichst die nicht. Kann es sein, dass ich da mit einer Straße Bumsmist gebaut habe? Ja, die ist total Mist. Diese Straße ist absolut sinnlos. Die bringt gar nichts. Da kommt man nirgendwo hin. Sei denn, man will da hinfahren. Sag mal ernsthaft, du connectest Straßen nicht miteinander. Okay, das wusste ich nicht. Soll heißen, wenn man hier im Kreis gefahren ist, müssten wir hier eine ganz normale Straße legen. Gut. Die verbinden wir hiermit. Dann legen wir die bis hier dran. Damit man die Möglichkeit hat, diese Straße zu nutzen. Dann sollten wir auch mit der Müllindustrie sicher anlegen, die gesamte Stadt erreichen. Perfekt. Angeschlossen ans Stromnetz bist du damit automatisch auch. Okay, jetzt noch ein Krankenhaus. Hier direkt an der Kreuzung, dann kommt es überall ganz schnell hin. Bis ins Industriegebiet rein.
Weil das immer gefährlich ist, wenn sowas an einer Kreuzung liegt, ne? Ich will es nicht, eigentlich nicht direkt ins Gewerbegebiet. Oh, hier passt es doch. Dann ist es nicht da an die Straße anbinden. Sieht gut aus und kostet verdammt viel Geld. Und Bildung möchte ich natürlich auch gerne haben. Die Leute sind nämlich alle dämlich. Und so eine Grundschule könnten wir dann auch hier anbringen? Oder würde das... Nee. Hier wäre halt ideal. Es würde alles erreichen. Aber wenn wir dann noch weiter nach links ausbauen, ist dann, glaube ich, hier sinnvoller. So. Also, ihr habt jetzt Bildung. Ihr habt jetzt... Hier habt jetzt alles, was ihr braucht. Ja, keiner jammert mehr. Ich glaube aber, der Strom ist nicht angeschlossen. Wieso? Der Strom ist doch angeschlossen. Heul da nicht rum. Was laberst du? Okay, ich schätze mal, wir brauchen jetzt wieder mehr Leute. Einfach deshalb, weil wir jetzt ja wieder neue Arbeitsplätze dazu bekommen haben. Bürgermeister stützt Bildung. Bürgermeister... Die Bürger sind dafür. No more homeschooling. Sehr schön. Medizinische Versorgung für alle. Die Bürger strömen herein, um sich wegen verschiedener Leiden behandeln zu lassen. Ich freue mich wirklich über die Reise. Privat finanziertes Raumschiff fliegt von der Erde zum... Was? Worum geht's? Was braucht ihr denn überhaupt für Leute, die bei euch arbeiten? Behandelte Patienten. Hier steht gar nicht, wen die brauchen, um einen Job belegen zu können. Ich schätze mal, die bräuchten aber auch eigentlich höher gebildete Leute, um das mit der Arbeit hinzubekommen. Wir gehen pleite, nebenbei bemerkt. Ach, Schande, Wasser. Ja, nicht rumheulen. Ist gut. Habe ich mitgekriegt. Alles in Ordnung. Tut mir leid. Wie kriege ich so viel Geld rein, um mir das leisten zu können, was ich hier gebaut habe? Ich kann gar keine neuen Straßen mehr bauen, wenn ich wollte. Jetzt wird's... Jetzt kommt zu der Punkt, wo ich mir denke, Scheiße. Vier hier. Da kann noch Gebäude hin, deswegen mache ich das jetzt gerade mal so. Direkt neben die Schule könnt ihr noch einziehen. Alles gar kein Problem. Das ist mir zu knapp hier. Hier wäre noch ein cooler Platz für Geschäfte, aber da müssen alle Zulieferfahrzeuge durch die gesamte Innenstadt und da bin ich jetzt auch nicht so für. Ein bisschen mehr Geschäfte wollt ihr haben. Okay. Und ihr sagt was von mehr Industrie. Dann machen wir hier schon mal die Industrie hier dran zur Entlastung. Gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das Twitter-Teil macht mich voll fertig. Gibt es jetzt hier neue Statistik? Ja! Müllabfuhr. Schauen wir uns das Ganze an. Hier laufen die Müllwagen lang. Können sich hier drum kümmern. Hier ohne Probleme die Industrie zu erreichen und sind dann direkt da. Können da oben die ganzen Gebäude anfahren. Wundervoll. Bildung. Wow, 1% unserer Bevölkerung ist schon gebildet. Geil. Gesundheit ist in Ordnung. Die durchschnittliche Gesundheit ist in Ordnung. Verschmutzung ist natürlich par excellence, ja. Wir siffen hier den Stadtteil einfach voll zu. Das war so geplant. Lärmschutz. Ja, Lärmbelastung ist natürlich hier recht hoch wegen den Geschäften. Aber mein Gott, man möchte ja auch nicht zu weit laufen. Ausgehende Verbindungen, da sind Waren. Erzprodukte, was? Waldprodukte, Ölprodukte, Agrarprodukte. Importieren, exportieren. Wir könnten nur sowas exportieren. Import, Export, Immobilien. Park, Freizeit. Ich habe aber sowas, kann ich gar nicht bauen. Oh mein Gott, wir gehen pleite. Was soll ich tun? Ich kann so schnell doch gar nichts aufbauen. Wollen die wirklich von mir, dass ich ein Darlehen aufnehme, weil ich gerade so viele Straßen am Anfang gebaut habe, die unnötig waren? Aber ich mag gerne komplizierte Straßennetzwerke. Was kosten denn die billigen Straßen? Kosten ja auch schon zu viel. Da ist eine Straße gebaut worden. Fetter Dislike, Bitch. Ja, bitte. Hol nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Ich brauche mehr Leute, die Geld zahlen. Moment, wir haben doch jetzt auch Steuern. Darlehen, Steuern. Tut mir jetzt total leid, aber ihr müsst alle ein bisschen mehr bezahlen. Das hat euch überhaupt nicht gefallen, nicht wahr? Budget. Die Müllabfuhr, es tut mir wahnsinnig leid, aber ihr müsst noch nicht so viel leisten. Ich möchte kein Darlehen annehmen, damit ich das jetzt hier schaffe. Wir werden auch wohl unsere Kosten ein bisschen senken können, unsere Steuern ein bisschen erhöhen. Ist ja schön, dass man das hier so individuell machen kann. Unsere Einnahmen
decken nicht unsere Ausgaben. Ihr wollt mehr Geschäfte haben? Seid ihr euch da dessen sicher, ja? Aber dafür brauche ich erstmal genügend Leute, die bei den Geschäften auch dann als Arbeiter funktionieren können, möchte ich mal erwähnt haben. Aber es sieht gerade schon wieder besser aus. Oh, wir sind im Plus! Sorry. Alles gut, Strom ist da, Wasser ist da, Strom ist da. Ich weine, alles gut. Angebunden. Eieiei. Habe ich jetzt ein Gleichgewicht gefunden, vorübergehend? Also ein einigermaßen funktionierendes Gleichgewicht, ja? Ist das so? Oh mein Gott, wir machen Plus. Schön. Nur dran denken, dass wir das tun, weil wir die Steuern erhöht haben. Wieso ist es denn hier so laut? Wegen den Straßen? Wahrscheinlich, weil die Geröllstraßen laut sind, würde ich vermuten, einfach mal. Ich wette, die sind übelst laut. So eine Schotterstraße vom Haus, immer so ein LKW vorbeikommt. Und das ganze Haus ist vollgeschifft. Alter! Voller saure Boden, weil die Mülldeponie und das alles in der Nähe ist. Oh, der Baum ist hier schon so kurz vorm Verrecken. Ich habe hier eine Möwe gehört? Möwe! Wie geht's der Mülldeponie? 1% voll. Super, ich freue mich drauf, wenn wir das verbrennen müssen. Ich versuche mich jetzt an das Straßennetz nochmal zu erinnern. Also, wir haben hier eine Einbahnstraße, die hier einmal rundum führt. Zack. Dann eine Entlastungsstraße. Diese Einbahnstraße ist nur dafür gedacht, dass hier dann später die Industrie angefahren werden kann. Wer nicht die Industrie anfährt, wird hoffentlich automatisch hier oben die Straße annehmen, um die Zulieferung zu gewährleisten. So. Gut. Aktuell läuft die gesamte Zulieferung der Industrie hierüber über diese Straße an die Geschäfte. Sollte überhaupt kein Problem sein, weil da sind keine Wohngebäude und gar nichts. Es sollte sich nicht da miteinander beißen. Warum ist die Nachfrage nach Industrie so hoch? Habt ihr nicht genügend Ware? Steht das irgendwo, wie viel Ware die brauchen? Wir haben nicht genügend Arbeiter. Und dann steht das dann irgendwo, wenn die nicht genügend liefern? Also wenn sie nicht genügend Möglichkeiten haben, im Gewerbegebiet zu liefern? Ich will aber jetzt nicht ohne Ende Industriegebiete hier hochballern, solange die auch nicht voll besetzt sind. Da sind aber alle voll besetzt. Überall arbeitet jemand. Das bedeutet, haben wir Arbeitslose? Ja, ne, theoretisch könnten wir einen Bürger mehr vertragen, statt dass wir mehr Industrie kriegen. Das bringt uns ja nichts, wenn wir mehr Industrie haben, aber die Leute dann auch nicht arbeiten. Warum baut sich hier nichts auf? Weil da eine Bodendelle ist, oder was? Toll. Ich hasse Bodendellen. Dann mache ich da draus jetzt das Beste und mache da eine Straße hin. Dann ist die Bodendelle nämlich hoffentlich passé und ihr könnt hier eure Häuser ausweiten. Das war so nicht geplant. Ach. Ich sehe doch, dass das blau ist. Und ich so... Machst du mal trotzdem blau. So, jetzt aber. Das tut mir leid. Ist mir nicht zu teuer, wenn ich jetzt irgendeine andere Straße nehme, wisst ihr? Die das hassen, wenn man Straßen baut. Es tut mir ja leid. Es tut mir ja wirklich leid für euch. Danke. Mit Straßen, fetter Dislike, ey. Voll scheiße, Mann, ey. Da können denn Leute wohnen. Ja, heul nicht rum, du hast jetzt gerade keine Anbindung ans Dingsnetz. Das weiß ich auch. So. Hier. Das bauen wir jetzt komplett aus. Dann haben wir jetzt ein komplett ausgebautes Wohngebiet hier an der Stelle, ja? Okay, cool. Gut, und jetzt bauen wir noch unser Versorgungsnetz dahingehend aus. Strom ist überall angeschlossen. Strom haben wir auch. Ah, gerade so genug. Gerade so genug Strom. Okay.
Ich will erst sicher gehen, dass wir genügend Bürger haben, um hier in irgendeiner Weise weitere Industrie aufbauen zu können. Arbeitet jetzt endlich hier jemand? Ja, jetzt sind sie alle voll. Okay. Gut. Wir haben total wenig Gewerbegebiete. Die Leute sind zufrieden damit. Ernsthaft? Bist du wenig Einkaufsmöglichkeiten in der Gegend? Ich würde mich voll aufregen, wenn ich so eine lange Fahrstrecke zu einer Einkaufsmöglichkeit hätte. Auf der anderen Seite... Also wir könnten hier oben an die Zulieferstraße später noch. Ohne Probleme... Kann man wirklich aufwerten, die Straßen? Nee, keine Verbesserung auf diesem Typ möglich. Ernsthaft? So, das heißt, ich kann die Schotterwege nicht aufwerten, aber das ging bei allen... Ah, okay. Geht. Ah, was zum Henker? Neue Gebiete. 2 Kilometer mal 2 Kilometer. Neue Features. Stadtviertel. Richtlinien. Zweites Darlehen. Industriespezialisierung. Dienstleistungsrichtlinien. Feuerwehr. Polizei. So viel! Oh Gott! Einzigartige Gebäude. Forstwirtschaft. Landwirtschaft. Stromverbrauch. Wasserverbrauch. Rauchmeldeviertel. Polizeiwache. Feuerwache. Oh, das überfordert mich jetzt schon. Oh mein Gott, das überfordert mich jetzt schon. Ich wollte erstmal gerade die Straßen dann, aber jetzt lassen wir das mit dem Straßenaufbau, damit ich das so sehe, was hier passiert. Okay, dann ruinieren wir mal weiter hier alles andere und bauen hier noch 2 weitere Industriegebiete hin. Oh nein, Kriminalität und all das, Naturrohstoffe. Oh, die sind hier ganz cool. Ja, woher sollte ich das denn wissen? Wie soll ich denn jetzt hier dann was bauen hin? Das ist ja toll, wenn man das erst später weiß, wo die... wo das fruchtbare Land ist. Ganz großes Kino. Danke, Spiel. Kannst mich auch mal. Das soll man heißen, man muss das für die Karten quasi im Vorfeld irgendwie wissen. Hätte man sich das im Vorfeld angucken können? Was ist das hier? Stadtviertel. Wie macht man die? Das ist das gleiche Symbol. Ich kann jetzt hier Stadtviertel machen. Hä? Achso. Oh. Okay. Machen wir mal ein Stadtviertel hier draus. Schwimmen, 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 schwimmen. Elk Hills. Moment, da hieß, man kann alles benennen. Elk Hills. Unglücklich Downtown. Ich habe nie gesagt, dass die Leute hier zufrieden sein sollen. Richtlinien. Ah, oh, Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig. Und der beste Weg dazu ist die Gebäude mit Stromzählern. Das ist mir zu teuer. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht leisten. In gar keiner Form. Ich hätte gerne eine Feuerwehr. Weil da steht nämlich, dass es gleich große Probleme hier geben wird. Bald. Dann nehme ich doch mal das hier hin. Oh Gott, das erreicht das Industriegebiet nicht. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, im Industrie... Ich habe nicht genügend Geld. Im Industriegebiet seine eigene Feuerwehr zu haben, hm? Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, dann müssen wir jetzt erst wieder Geld sparen. Es tut mir leid. Die Stadt hat ihr erstes Löschfahrzeug. Die Bürger fühlen sich jetzt schon viel sicherer als früher. Fireproof. Ja, ich weiß, das mit dem Richtlinien ist voll toll. Aber guck mal, wie wenig Geld ich habe. Das mit dem Richtlinien, das kann ich mir nicht leisten, Digga. Das tut mir leid. Ja. Ja, nein. Will ich nicht, Spiel. Will ich nicht. Die Leute in unglücklich Downtown sollen ihr Wasser verschwenden können, wie sie wollen. Wo war denn jetzt hier eigentlich das nochmal mit der Verkehrsabfrage? Ja gut, dass die Straße hier stark befahren ist. Stufenaufstieg eines Gebäudes. Wenn sie gute Dienstleistungen und Bildungen anbieten und über einen hohen Bodenrichtwert verfügen, können die Gebäude ihrer Stadt zu höheren Stufen aufsteigen. Gebäude höhere Stufen erbringen höhere Steuereinnahmen und können mehr Bewohner aufnehmen bzw. mehr Jobs anbieten. Verschmutzung ist bei höchststufiger Industrie reduziert. Oh, das ist ja toll. Wart ihr richtig happy hier in dem Haus? The Chester Resistance. Oh, hier unser Stadthaus. Green Resistance. Die vollgrünen Rammler. Weil die haben so viele Kinder gekriegt. Guckt euch das mal an. Die haben schon wieder mehr Kinder bekommen. Kaum sind sie aus dem Haus, machen sie die nächsten. Das ist wahrscheinlich schon der 10. Generation oder so. Vielleicht können wir die vollgrünen Rammler eine Weile beobachten. Das sieht ja hübsch aus hier. Senioren gibt es hier aber noch nicht. Also sind sie noch nicht älter geworden. Also das bedeutet, wenn man Senioren hat, muss man die ja auch einplanen. Die arbeiten ja auch nicht. Die sollen ja auch ihren schönen Lebensalltag haben und so. Nee, also wir haben eine Feuerwehr. Wir haben einen Krank. Oh, schwierig. Verfügbarkeit. Wir haben leider keine Polizei. Das ist ganz schlecht. Und dumm sind die Leute alle auch noch. Kann ich die Schule hier hinpacken?
würde alles erreichen. Müsste ich das hier abreißen? Ach, ist doch gar kein Problem, weg mit denen. Die wollten da eh nicht wohnen, die wollten das Gebäude eh nicht haben. Ach, da ist schon wieder ein Stromversorgungsproblem. Hä, warum? Oh Gott, wir haben nicht genügend Strom. Ehrlich? Ehrlich? Dann muss ich das Budget für Strom wieder erhöhen. Wenn ich das ein bisschen erhöhe, wird es dann besser? Klappt das dann mit dem Erhöhen? Guck mal, das ist gestiegen da jetzt. Ja, das klappt. Okay, dann gehe ich jetzt mal mein Budget nochmal genauer anschauen. Ja, das klappt aber doch mit dem Müll, oder? Krank sind die Leute hier auch nicht. Das Gleichgewicht hier zu halten ist gar nicht einfach. Nein, nein, ich kann mir das noch nicht leisten. Achso, doch, ich habe eine Feuerwehr. Alles gut, kein Problem. Ich habe Feuerwehr, gar kein Thema. Die kümmert sich, die macht das. Oh, da wird auch fleißig gelöscht. Sehr schön, sehr gut. Vampire Resistance. Mr. und Mrs. Feurig wohnen hier. Damit wir uns das merken, dass die das waren. Und da steigt schon wieder ein Haus auf. Ja, ah. The Daffodil Resistance. Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Englisch ist schlecht. Ja, also bis jetzt klappt das ganz gut. Ja, wie gesagt, mir war vollkommen klar, dass das Verkehrsaufkommen hier oben am schlimmsten sein wird. Bedrohung durch Tsunamis führt weltweit zur Abschaltung von Kernkraftwerken. Stromerzeugung über höchst umweltschädliche Kohlekraftwerke scheint eine bessere Lösung zu sein. Zurück zu den Wurzeln. Kohlekraftwerke? Naja, da kann ich jetzt noch eine Stunde gespaltene Meinung drüber, aber ja, gut. Reden wir lieber nicht über solche kontroversen Themen. Wie soll ich dann je so viel Geld zusammenbekommen, dass ich hier was Anständiges geschissen kriege? Guckt euch das mal an. Was ist das hier? Freiheitsstatue. Ich glaube, es geht los. Freiheitsstatue. Es geht euch wohl zu gut. Ich habe immer noch keine Schule. Doch, ich habe eine Schule. Nee, ich habe immer noch keine hier Polizeistation. Aber meine Kriminalitätsrate ist einigermaßen niedrig. Noch aktuell. Die ist teuer. Wie soll ich mir das leisten? Ich müsste jetzt hier riesig die Stadt erweitern, um mir das leisten zu können. Und dann hätte ich wieder an allen anderen Ecken Probleme, weil der Strom wieder nicht ausreichen würde. Wow. Oh, aber Moment, unsere Steuereinnahmen steigen gerade. Unsere wöchentlichen Einnahmen. Haben wir ein bisschen Geduld. Wir können ja vorspulen. Es kommen immer mehr Bürger dazu. Ja, das mit den Nachfragebalken ist ja total süß von euch. Und so finde ich ja auch total nett. Was waren das jetzt für Geräusche? Was passiert? Neue Tweets? Nö. Oh, 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 okay. Jetzt hat sich das mit der Verbrechenrate dann doch wieder erledigt. Okay, dann machen wir das mit dem Darlehen jetzt. Ein einfaches Darlehen, bitte. Schulden wir uns ein wenig. Das sind alles Orte, die schon mal von Verbrechern heimgesucht worden sind. Das ist ja krass. Da habt ihr das Zeugs. Und jetzt seid zufrieden damit. Bildung? Habe ich zwei Schulen gebaut? Kann das sein, dass ich zwei Schulen gebaut habe, weil ich völlig inkompetent und dumm bin? Vermute mal. Da ist eine Grundschule, da ist eine Grundschule. Tatsache, ich habe zwei Schulen gebaut, weil ich inkompetent und dumm bin. Ach, das ist kein Problem. Die können wir später bestimmt voll gut gebrauchen, zwei Stück. Ja, nur meine Inkompetenz und Dummheit lässt sich nur noch übertrumpfen durch meine Inkompetenz und Dummheit. Falls euch das... Ach du Scheiße, wir sind im Minus. Stoppen und dann benutzen wir jetzt mal das Geld, was wir bekommen haben, um hier weiter auszubauen. Ich will auch nicht verbessern. Ich will hier... Weißt du Bescheid? Okay. Mehr Leute, mehr Gebäude, mehr Industrie, mehr Ausgaben. Mehr Leute, mehr Gebäude, mehr Industrie, mehr Ausgaben. Mehr Leute, mehr Gebäude, mehr Industrie, mehr Ausgaben. Klar, du bist eine Zwei-Wege-Straße, du musst auch eine Zwei-Wege-Straße bleiben. So. Dann brauchen wir hier eine Anbindung. Das ist teuer. Das ist alles so teuer. Okay, jetzt hätte ich ganz gerne halt hier wieder ein Wohngebiet draus gemacht. Und hier soll
Gewerbe entstehen. Okay, dann machen wir das wieder mit billigen Straßen. Erstmal, weil geht halt nicht anders.